Hallihallo, ich bin's mal wieder, euer Knosti und willkommen zu einem neuen Gameplay-Commentary. Und ich sage absichtlich Gameplay-Commentary, denn heute soll es um das Gameplay gehen. Im Hintergrund seht ihr ein Call of Duty Ghosts Gameplay oder besser gesagt ein paar Ausschnitte. Am Anfang hier mit der L115, ja, ist eine Sniper Domination. Danach wird es noch ein bisschen MG-Action geben und danach noch Search and Rescue, ebenfalls mit der Sniper. Ich werde so ein bisschen über das Game reden, was wir sehen und was ich davon halte. Zuerst sehen wir natürlich die Map. Die Map heißt Whiteout. Das ist eine von den wenigen Maps, die offiziell jetzt schon geleakt worden sind. Das heißt, wir kennen bis jetzt vier Maps. Die andere werdet ihr vielleicht auch noch auf meinem Kanal sehen. Mal schauen. Als Sekundärwaffe hat er mal auch am Anfang die P226 mit. Das ist eine Pistole. Schaut ganz normal aus. Wie zum Beispiel die M9 aus MW2. Hier sehen wir jetzt auch schon ein MG. Wie das heißt, habe ich leider keine Ahnung. Schaut eher so aus in Richtung MG36, kann aber auch was ganz anderes sein, weil die MG schauen sich ja alle ziemlich ähnlich. Zu den Killstreaks aber, er hat dabei, das werdet ihr danach auch noch sehen, die Setcom auf der 3, auf der 5 den Dog, also den Hund, der Riley, der euch begleitet, und nachher auf irgendwas, ich glaube auf 15 oder auf 14, glaube ich, ist der Juggernaut, seht ihr rechts unten. Und ich kann euch schon so viel sagen, die Setcom funktioniert ein bisschen anders als in den alten COD-Zeiten, dass die Setcom ist also die neue UAV. Jedoch, wenn das ganze Team eine Setcom aufgestellt hat, die fliegen jetzt nicht mehr so rum, aber man muss sie aufstellen, wenn das ganze Team eine Setcom aufgestellt hat, dann werden die Gegner nur auf der Karte angezeigt, wenn sie irgendeiner im Sichtfeld hat. Werden zwei Setcoms aufgestellt, also wenn zwei zur gleichen Zeit stehen, dann fungiert es wie eine normale Drohne. Wenn drei aufgestellt sind, wie eine Drohne, die schneller aktualisiert, das heißt, die schneller Radarwellen aussendet. Und wenn man vier Setcoms gleichzeitig aufgestellt hat, dann fungiert es wie eine Advanced UAV, die wir auch schon aus Modern Warfare 3 kennen. Also kein Blackbird, sondern man kann sich mit verschiedenen Perks wieder davor verstecken. Mal schauen, ob diese Perks overpowered sind. Schau mal. Hier hat auch schon den Beschützerhund, sag ich mal. Den setze auch jetzt gleich ein. Oder, ja. Aber das hat jetzt nicht viel gebracht. Jetzt gehen wir zu Search and Rescue über. Hier sehen wir auch wieder die Pistole P226. Er wird jetzt aber auch gleich wieder auf die L115 wechseln. Hier sehen wir auch wieder. Finde ich eigentlich ganz cool, dass dieses Dual Render Scope jetzt drinnen ist. Wird wahrscheinlich ein neues Feeling in das Snipen und auch ins Quickscopen bringen. Ich habe ja auch schon bei Black Ops 2 ein Quickscope Tutorial gemacht. Vielleicht werde ich das ja in Ghosts wiederholen, wenn ihr das wollt. Hier seht ihr auch schon mal die erste Marke, die er bekommen hat. Erstens, damit das Teammitglied geboren wieder, also wieder gespawnt wird, und die zweite, damit der Gegner endgültig tot ist. Ihr seht auch hier schon rechts wieder, die Maps haben sehr, sehr viele offene Stellen. Finde ich eigentlich sehr, sehr cool aus meiner Sicht. Ihr seht ja auch schon, hier haben sie wieder gewonnen. Es sind offenere Stellen als in MW3 und vor allem auch mehr als in Black Ops 2. Diese Schneemap gefällt jetzt mir vom Design her schon. Man muss schauen, wie das Map-Layout generell ist, denn sie haben ja gesagt, das Map-Layout wird nicht mehr so sein wie zum Beispiel in MW2 oder in den jetzigen COD-Teilen eben, dass man wirklich rechts, Mitte und links eine Strecke hat, sondern sie werden ja weitläufiger sein und man hat mehr Möglichkeiten. Ob das jetzt gut ist oder nicht, mal schauen. Mir hatte diese 3-Weg-Taktik immer sehr, sehr gut gefallen. Vor allem in MW2 waren die Maps sehr fantastisch. Auch in Black Ops 1 hat mir es noch gefallen. In Modern Warfare 3 sind sie auch schon ein bisschen den Schritt gegangen in andere Maps. Das hat mir damals nicht so gefallen. Mal schauen, wie sie den Call of Duty Ghosts lösen. Hier seht ihr auch schon wieder Pistol Action und die Pistol, glaube ich, geht auch richtig ab, wenn man einen guten Triggerfinger hat. Links habt ihr es auch gesehen, falls man einen Triple Kill oder sowas macht oder First Blood, seht ihr auch links wieder Delta 6. Dann werdet ihr links so eingeblendet mit eurem Emblem, sag ich mal. Und das finde ich auch wieder ganz cool, dass es auch wieder zurück ist. Es ist auch noch ein paar Sniper-Clips am Schluss. Auch wieder bei Search and Rescue ist die gleiche Map, nur eben auf der rechten Seite. Auf der linken Seite stehen mehr Häuser. Und wie gesagt, falls euch das Video gefallen hat, dann gebt bitte ein Like. Falls ihr mehr Call of Duty Ghosts sehen wollt, dann abonniert mich doch oder teilt es euren Freunden. Und somit sage ich Tschau und bis zum nächsten Mal, euer Knosti.